Jetzt kommen wir zu der Frage, wie authentisch solltest du vor einer Kamera oder auf einer Bühne sein? Das ist natürlich auch immer etwas schwierig. Da kann man ja der bunte Papagei sein, der auf einer Bühne steht und seine Botschaft ganz toll rüberbringt, oder man übertreibt es einfach und es ist zu viel. Das heißt, auch ich werde immer gefragt, was soll ich denn vor der Kamera machen? Soll ich ich selber sein oder soll ich mich verbiegen? An der Stelle würde ich dir immer empfehlen, frag einmal nach, wo dein Auftritt ist und dann überlege dir, was angemessen ist und was du auch rüberbringen kannst. Denn das ist an der Stelle Authentizität, ein ganz wichtiger Aspekt. Es kann ja wirklich sein, dass du am liebsten in Jogginghosen rumläufst, in Turnschuhen, ganz leger gekleidet und überhaupt Anzüge beispielsweise hast oder ein Business-Kostüm. Also du möchtest am liebsten in dieser Art und Weise auch vor einer Kamera sitzen oder auf einer Bühne performen. Je nachdem, was für ein Thema du rüberbringen möchtest, mag das ja auch passen. Aber an einer anderen Stelle kann ich dir nur sagen, dass vielleicht eine adäquate Kleidung, sagen wir ein Business-Outfit, viel kompetenter rüberkommen wird. Wenn du also in einer Fernsehdiskussion in normalen Tagesklamotten sitzt, die du also gerne trägst, meinetwegen dein Jogginganzug und deine Turnschuhe, dann kommst du nicht so kompetent rüber, als hättest du für diesen Anlass jetzt speziell das Passende angezogen, also eben einen Anzug, vielleicht sogar eine Krawatte. Ich weiß, für viele klingt das im ersten Moment hart und man sagt, ich möchte doch aber authentisch sein. Ich glaube, dass du im Laufe der Zeit mit etwas mehr Erfahrung dir dann auch deine Authentizität zulegen kannst. So habe ich Kollegen gehabt, die also ihr ganzes Businessleben über immer einen Schal getragen haben. Das war dann irgendwann auch ihr Markenzeichen. Und genauso möchte ich es dir empfehlen. Starte vielleicht auf der sicheren Seite. Probier es aus mit der Kleidung, was du wirklich auch transportieren kannst. Probier es auch aus, wie mutig du wirst auf der Bühne, wie sehr du dann auch du selber sein möchtest oder wie sehr du dich an der Stelle dann vielleicht verbiegen müsstest. Und dann versuche dir vielleicht irgendwann deinen USP, also deinen eigenen ganz besonderen Punkt herauszuarbeiten, an dem man dich wiedererkennt. Denn das ist etwas, was du dir erarbeiten solltest, diesen gewissen Wiedererkennungswert. Und der muss zu deiner Persönlichkeit passen, dann wirkt es authentisch und dann bist du perfekt.